Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Krisen beim Auswandern. Ja? In der Regel ist es ja so, wenn man dann in ein neues Land zieht, dann ist man voller Euphorie. Psychologen sprechen dann von der Honeymoon-Phase. Man ist dann wirklich in so einem richtigen Hochgefühl oder man hat dann ein Hochgefühl. Und ja, das hält aber natürlich nicht auf Dauer an. Kann man vielleicht ähnlich vergleichen mit der ersten Verliebtheit, die man hat in einer neuen Beziehung. Sondern nach einigen Monaten kommt dann eine richtige Krise. Das ist dann der sogenannte Kulturschock. Und da gibt es zwei Modelle, wie Psychologen das erklären, nämlich einmal das U-Modell und einmal das W-Modell. Und das U-Modell ist eigentlich ganz knapp, ganz kurz zu erklären. Es gibt diese Honeymoon-Phase, dass man wirklich dann in diesem Hoch und nach einigen Monaten fällt man dann runter in diesen Kulturschock. Und jetzt mal an einem praktischen Beispiel. Das wäre dann so, ja, eben, dass es an einem in der Schweiz zum Beispiel dann irgendwann nicht mehr gefällt. Dass man dann denkt, so, hey, was habe ich nur gemacht? Ist alles nicht so toll hier, nicht so wie gedacht. Und am liebsten will man dann wieder zurück. Ja. Aber wie gesagt, das ist ganz normal. Ganz normal. Danach folgt dann nämlich die Erholung und anschließend die Anpassung. Und dann ist man quasi in der Normalität wieder angekommen. Und das ist dann so, ja, in der Regel auch wieder nach ein paar Monaten der Fall, nachdem dieser Kulturschock eingetreten ist. Ja. Und dann gibt es noch das W-Modell, das ist ganz spannend. Und da habe ich dann auch mal gleich noch zwei Beispiele aus der Praxis dafür. Nämlich bei dem W-Modell geht dann der Psychologe davon aus, dass diese Person nach der gewissen Zeit im Ausland, weil er vielleicht nur befristet im Ausland tätig war oder dort studiert hat oder so, dann wieder zurück in die Heimat geht. Das heißt, er hat diese Honeymoon-Phase gehabt, er hat diesen Kulturschock gehabt, und er hat dann hinterher auch wieder die Erholung und die Anpassung gehabt. Geht dann aber wieder zurück in die Heimat und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Da bekommt er dann auch einen Kulturschock und der soll laut der Wissenschaft noch mal heftiger sein als der Kulturschock, den man in einem anderen Land erfährt. Ja, weil ich kann es mir auch gut vorstellen, man geht dann zurück in die Heimat, denkt so, ach, jetzt ist alles wieder normal und easy. Aber nein, so ist es nicht, sondern man kommt sich vor wie ein Fremder in der eigenen Heimat, was ja dann noch verstörender wirken kann. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Und eben, meine Frau hatte das, sie hat mal im Ausland studiert, in Spanien. Und auch ein Freund von uns, der als Deutscher hier in die Schweiz gezogen ist, aber wirklich schon vor, weiß ich, 20, 25 Jahren, ist dann irgendwann wieder zurückgegangen, weil er dachte so, ah, es ist doch nicht das Richtige hier in der Schweiz. Dann war er ein, zwei Jahre wieder in Deutschland und da hat es ihm wirklich überhaupt nicht gefallen. Und dann ist er wieder zurückgegangen in die Schweiz und mittlerweile hat er auch den Schweizer Pass und will auch nicht wieder zurück. Und das ist wirklich ein ganz gutes Beispiel. Aber eben, nochmal vielleicht als Erwähnung, ich will hier niemanden Angst machen oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das einfach ganz normale, also dass das Normalität ist, ja. Und wenn man das im Hinterkopf hat, schon bei der Auswanderung, schon auch in der Honeymoon-Phase, die kann man ja trotzdem genießen, natürlich. Da, wenn man dann aber weiß, hey, es hält nicht auf Dauer so an und es kommen Zeiten, wo dann Zweifel kommen und es kommen Zeiten, die dann hart werden. Wenn man das im Hinterkopf hat, ist man ja wie schon darauf vorbereitet und kann das wahrscheinlich in den allermeisten Fällen dann besser verpacken, als wenn man unvorbereitet in die Sache reingeht. Und ich denke mal, dass viele darauf nicht vorbereitet sind und daher auch, das könnte ein Grund auch sein für die hohe Rückwanderungsquote von Auswanderern allgemein. Ja, nicht nur von Deutschen, die in die Schweiz ziehen. Da ist die Rückwandererquote so je nach, ja, gibt's halt, muss man halt schauen, in welchem Zeitraum man sich das anguckt. Aber die liegt da so zwischen einem Drittel und der Hälfte. Ja. Das spielt natürlich noch andere Faktoren mit, wie Leute, die einfach nur befristet hierher kommen, die hierher kommen zum Studieren oder die generell nur von ihrem Arbeitgeber mal für eine kurze Zeit für ein Projekt irgendwie ausgesendet werden in die Schweiz. Aber eben, da werden auch welche drunter sein, denen es dann nicht gefällt. Natürlich können das auch, ist ja vollkommen legitim, da werden auch natürlich Leute dabei sein, denen es wirklich einfach nicht gefällt hier und die dann wieder zurückgehen, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wenn man es nicht ausprobiert hat, kann man es ja auch gar nicht vorher wissen. Aber es werden wahrscheinlich auch viele darunter sein, die diesen Kulturschock nicht erwartet haben und dann deswegen wieder zurückgehen. Ja. Deswegen, ich will keine Angst machen, sondern nur darauf vorbereiten. Und dann nochmal das Beispiel ausgeführt von meiner Frau. Sie war in Spanien, hat dort studiert, ein Jahr.
und ist dort hingekommen und es war wirklich da ein Kulturschock. Sie konnte auch nicht so gut Spanisch. Das war ja auch der Grund, warum sie dort hingegangen ist, damit sie die Sprache mal richtig lernt. Ja? Weil man lernt sie ja am besten, wenn man dann mal vor Ort in diesem Land ist. Aber nach einer gewissen Zeit hat sie sich dann super dort wohlgefühlt. Er hat dann sogar, also wollte erst sogar nur für ein halbes Jahr hingehen, hat dann verlängert auf ein Jahr und hat sich dann mit der Zeit dann halt angepasst und es war für sie dann Normalität. Als sie dann, also eben, aber sie hatte diesen Kulturschock dort in Spanien nach der ersten kurzen Euphorie, ja, ist dann zurückgegangen und da hat sie einen richtig heftigen Kulturschock bekommen, ja, weil sie dann hier in die Schweiz gekommen ist und da ist die Mentalität natürlich ganz anders als jetzt im südlichen Spanien. Die Leute sind nicht so offen, die Leute sind nicht so spontan. Und von daher war das für sie ein richtiger Schock. Ja. Also da gab es dann so Beispiele, wie sie war dann an der Uni und neben ihr saß dann irgendein, ja, auch Studierender, irgendein Student oder eine Studentin und sie hat ihr dann kurz was gefragt, irgendwas angequatscht und sie hat dann das Gefühl gehabt, so bei der Antwort, es schwang so mit, so, hey, was, wir kennen uns ja gar nicht, red mich doch gar nicht jetzt an. Und in Spanien, wo sie halt war, da war das ganz normal. Da hast du auch mal, wenn du in der Schlange beim Supermarkt gestanden bist, hast du auch mal kurz geschwätzt und so. Und das sind halt so Unterschiede. Und ich denke mal, das ist ja auch nicht nur so, also es hätte ja auch in Deutschland passieren können, weil ich sehe das auch immer so, dass Deutschland und die Schweiz da schon, wenn man das jetzt mit Spanien oder Italien vergleicht, schon sehr ähnlich ticken von der Kultur, von der Mentalität her. Und von daher, ja, muss man halt drauf vorbereitet sein. Aber eben, kurze Zusammenfassung, Kulturschock, dass der kommt, ist Normalität. Er muss natürlich nicht kommen. Es gibt auch welche, wenige, die das nicht haben, ja. Aber es ist natürlich besser, wenn man darauf vorbereitet ist. Und man weiß ja dann auch, irgendwann geht es ja dann schon wieder bergauf. Dann kommt die Erholungsphase, dann kommt die Anpassungsphase und dann ist es wieder Normalität, ja. Ja. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.